jeder kleinste Anruf aus dem Realen in diese Stille hinein, kann die Todesangst, Panik wieder forcieren. Jenes Moments, in dem alles egal wird, weil alles egalisiert wird. Und dann wird klar, dass diese Wiedererinnerung an diese Schnittkante, an diese Zersprechung des eigenen, authentischen, so sein Spiegels durch den anderen Spiegel, durch diese senkrechte Brechungskante der Einführung des, die, das, der andere. Nur eben diesem Fanal dieser Beschleunigung, dieser ultimativen Zugzwangshetze gilt die primäre dyadische Ebene zu verlassen und sich in die dritte Dimension auf den Weg zu machen, unter diesen forcierten Aspekt des Ultimativen, des Unausweichlichen, des Endgültigen, das damit letztlich jeden Moment zum einzig Möglichen macht, zum endgültigen, ultimativen. Und weil ja alles egal ist und egalisiert werden wird, ist es ja auch egal, ob man nicht doch schnell nochmal davor sich in Bewegung setzt und in Gemahnung der Unwiederbringlichkeit, der Einzigartigkeit, der Letztgültigkeit in den Momenten davor, vor dem allzu späten, eben doch allen Mut der Verzweiflung, alle zur Verfügung stehenden Ressourcen, um alles auf eine Karte zu setzen, all in, alles auf Risiko, damit, ah, jetzt kommen da so zwei Vögel, mal schauen, ob dieser Sturzkampfbomber abtaucht. Nein, er findet im Lichtermeer. Die sind so schnell. Und dann tauchen sie im 45-Grad-Winkel auf einmal schlagartig ein und lassen das Wasser hochspritzen. Aber das mit der Kamera einzufangen, ist nicht so einfach.